Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Longest Journey. Also, reden wir mal mit dem Priester. Guten Morgen, ich bin Pater Raul. Du kommst nicht aus dieser Gegend, oder? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Nein, ich komme nicht oft hierher. Warum solltest du auch? Dies ist kein angenehmes Viertel. Die Kathedrale ist alles, was der Hope Street an Hoffnung bleibt. Das tut mir leid, Pater. Mir auch. Aber wir schaffen es. Wir schaffen es. Kann ich dir helfen? Das hoffe ich doch. Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Gehen die Leute immer noch in die Kirche? Ich danke Ihnen, Pater. Fragen wir zuerst mal das. Ein bisschen Smalltalk schadet nie. Gehen die Leute immer noch in die Kirche? Ja, einige schon. Unser Glaube ist unverwüstlich. Glaube an sich schon. Aber es gibt so viele neue Religionen. Und neigen die Leute nicht dazu, die alten aufzugeben? Sie kommen zurück. Die Neuerer und die Manus dieser Welt verheißen nur flüchtiges, materielles Glück. Sie bieten keine geistige Erleuchtung. Sie machen sich wegen des Wettbewerbs also keine Sorgen? Die Neuerer? Wir haben über 2000 Jahre Erfahrung und Tradition, auf die wir bauen können. Nein, ich denke nicht, dass wir umkippen und aufgeben. Die Neurer, die heißen doch hier gar nicht so. Die haben doch eine andere New Age-Sekte gegründet. So, okay. Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Kennen Sie einen Jungen namens Warren Hughes? Oder Hughes? Den kenne ich tatsächlich. Die Hughes haben hier gewohnt, bevor sie in die Kolonien reisten. Armer Warren. Er wurde von seiner Familie als Waise zurückgelassen. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen. Wo lebt Warren? Wo lebt Warren? Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt hier wohnt, aber er ist Mitglied einer Straßenbande. Den Rasierklingen, glaube ich. Sie lungern meist vor dem Haus Nummer 87 herum. Sei vorsichtig. Auch wenn sie nicht die schlimmste Bande sind, freundlich sind sie nicht. Und sie mögen keine Fremden. Ich kann schon auf mich aufpassen. Das bezweifle ich nicht. Sei aber trotzdem vorsichtig. Ja. Wo sagten Sie, finde ich Warren Hughes? Wo sagten Sie, finde ich Warren Hughes? Oder Hughes? Du schaust am besten im Haus Nummer 87 nach. Einfach die Straße runter. Okay. Gut, danke, Pater. Ich danke Ihnen, Pater. Schau doch einfach wieder rein, wenn du in der Gegend bist. Gerne. Ich werde zwar nicht oft hier in der Gegend sein, denn die Gegend ist nicht gerade dafür bekannt, die freundlichste zu sein. Gut, wir haben hier Sonntag. Ich bin also zur Kathedrale in der Hope Street gefahren und habe mit Pater Raul gesprochen. Ein netter Kerl. Er meinte, Warren ist im Haus Nummer 87, gleich in der Hope Street. Das heißt also Haus 87 der Sozialbauten. Nicht gerade die beste Adresse, eher ein Viertel, in dem man lieber zweimal schießt, bevor man Fragen stellt. Ich weiß nicht mal, ob sie sich überhaupt noch mit Fragen aufhalten. Okay, das könnte heikel werden. Aber ja. Ah, hier. 87. Sehr gut, also sind es die? Oder gehen wir jetzt erstmal hier hin? Läuft sie hin? Ah ja, da ist sie ja auch schon. Haus Nummer 87. Gut, rein da. Wow, sieht das schäbig hier aus. Aufzug. Knopf. Schiller. Was war das? Gut, zuerst einmal Aufzug ansehen. Außer Betrieb. Sagst du sonst noch was? Außer Betrieb. Dann schau dir den Jungen an. Ein Junge. Er sieht nicht älter als 15 aus.
Ich bin schon fast 12. Er hängt einfach nur rum. Okay. Da kann ich nicht draufklicken. Ich nehme lieber die Treppe. Okay. Nein, er ist süß, aber etwas zu jung für mich. Ah, Moment, du bist 18, er ist 15 ungefähr, also 3 Jahre. Also, ja, ich verstehe schon ihre Meinung, aber zu jung. Ich kenne Leute, die 10 Jahre auseinander sind. Kann ich dich kurz sprechen? Wie heißt du? Wie heißt du? Wie heißt du? April Ryan. Schön für dich. Weißt du, wo ich Warren Hughes finden kann? Wer will das wissen? Ich. Warren Hughes? Nie von ihm gehört. Naja, du kannst mir wohl nicht helfen. Nee, das kann keiner. Was soll das heißen? Ein nettes Mädchen wie du in der falschen Gegend stellt all die falschen Fragen. Du könntest dir richtig Ärger anhandeln, weißt du das? Ich kann auf mich aufpassen. Klar kannst du das. Die Sache ist nur die, dass unten schon 4 Typen drauf warten, dass du wieder rauskommst. Und die können auch sehr gut auf sich aufpassen. Ich will keinen Ärger. Bitte lass mich gehen. Du solltest mir nicht drohen. Normalerweise würde ich das sagen. Aber wie gesagt, das ist April. Du solltest mir nicht drohen. Ich drohe dir nicht, Mädchen. Ich sage dir nur, wie es ist. Du sitzt richtig in der Tinte und das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich habe kein Geld. Was willst du von mir? Ich habe kein Geld. Du glaubst, ich will dein Geld? Du kannst dein verdammtes Geld behalten. Ich bin doch kein Dieb. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht kränken. Natürlich nicht. Das wollen Leute wie du nie. Was willst du von mir? Das sollte ich dich fragen, aber es interessiert mich nicht. Du hättest mich eben nicht verfolgen sollen. Dich verfolgen? Ich hab... Du bist also Warren. Sag bloß, das wusstest du nicht. Nein. Cortez hat mir nur deinen Namen genannt und wo ich dich finden kann, aber... Sekunde, Cortez? Der alte Spanier, leicht verrückt? Die Beschreibung passt in etwa, ja. Mist. Du bist doch nicht von der Polizei, vom Jugendamt, von der Firma? Nein, nein. Ich bin eine Freundin von Cortez. Er sagte, ich soll dich suchen. Ich habe Cortez eine Weile nicht gesehen, nicht seit... Also was willst denn, Señor Cortez, von mir? Wir brauchen deine Hilfe. Was für Hilfe? Pass auf, ich halte mich versteckt, seit die Firmentypen und die Bullen hinter uns her sind. Ich werde für niemanden meinen Kopf riskieren, nicht mal für Cortez. Schon in Ordnung. Ich brauche nur ein paar Informationen über eine Gruppe, die sich die Neuerer nennt. Und über ihren Anführer, Jacob McAllen. Tut mir leid, nie von den Typen gehört. Das ist auch kaum möglich. Die bleiben unter sich und arbeiten mit einer Tarnorganisation. Aber ich weiß nicht welcher und... Du willst es herausfinden. Na gut, ich habe einen Freund, der dir vielleicht helfen kann. Super. Warte. Bevor ich ihn um einen Gefallen bitte, musst du mir auch einen Gefallen tun. Wahrscheinlich hilfst du dir damit noch selbst. In Ordnung. Was muss ich tun? Ganz einfach. Brich in das Polizeiarchiv von Newport ein, besorg dort Infos über meine Familie, vernichte meine Strafakte und komm wieder raus. Vorzugsweise lebend. Ich tu's. Vergiss es, dass es eine Straftat. Ich soll mein Leben für einen Gefallen riskieren? In solchen Spielen sage ich meistens, ich tu's. Im echten Leben würde ich sagen, ja, Junge, das ist ein bisschen hart, oder? Ich soll mein Leben für einen Gefallen riskieren? Wenn du es nicht tust, helfe ich dir nicht. Im Archiv findest du vielleicht auch Infos über die Neuerer, so heißen sie doch. Die Infos könnten wertvoll für meinen Freund sein, wenn er dir helfen soll. Okay, ich tu's. Ich tu's. Kluge Entscheidung. Okay, das war so. Mein Vater war von Extra Cool abhängig und ließ sich von der Werbung verführen. Er verkaufte seine ganze Familie an das verheißungsvolle Kolonisationsprogramm, um genug Geld für ein Leben mit Extra Cool zu haben. Er vergaß zwar, seine holde Frau und seine Kinder zu fragen, aber die Firma störte das nicht. Eines Tages kamen sie, um meine Mutter, meine Schwester und mich abzuholen. Ich bin abgehauen, durch das Fenster. Hab die nächsten beiden Wochen in einem Müllcontainer verbracht. Und deine Familie?
Das ist es ja, ich weiß es nicht. Natürlich ab in die Kolonien, aber ich weiß nicht in welche. Manchmal trennen sie Familien, aber das erwähnen sie in der Werbung natürlich nicht. Mein Vater ist mir Schnuppe und meine Mutter ist stark und kann auf sich aufpassen. Aber ich will meine Schwester zurück. Ich will nicht, dass sie in einer Mine oder Fabrik endet. Ich soll also herausbekommen, wohin sie deine Schwester gebracht haben. Genau, du begreifst schnell. Finde es heraus und lösche auch meine Strafakte, damit ich endlich die Firmentypen vom Hals habe. Dann bekommst du alle Hilfe, die du brauchst. Okay, und du bist der Herr Superhacker und dann... was soll ich nochmal für dich tun? Wo liegt das Polizeirevier? Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Zuerst einmal hier. Wo liegt das Polizeirevier? Fahr mit der U-Bahn bis Metro West. Du kommst dort an der sogenannten Cop Street raus. Die Straße runter siehst du das Polizeipräsidium. Du kannst es nicht verfehlen. Wie war doch gleich der Weg zur Polizei? Ne, jetzt brauchen wir nicht. Was sollte ich nochmal für dich tun? Brich ins Polizeiarchiv ein, finde Infos über meine Familie, lösch meine Strafakte. Und wenn du klug bist, überprüfst du, was sie dort über die Neuere haben. Oder wie auch immer die heißen. Und dann bringst du mich zu deinem Freund? Er schuldet mir einen Gefallen. Und er kann dir mit allem, was du brauchst, helfen. Okay, Polizeirevier kennen wir. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Sei cool, okay? Sei cool, okay? Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, und die Jungs sind weg. Oder waren überhaupt nie da? Oder sind jetzt die da? Oder die da, die am Eingang stehen? Oder die da, die dir den Kopf verdrehen? Metro Circle, Metro West. Was hier? Oder, warte, ist es hier? Warte, was steht im Tagebuch? Ich sollte zuhören, wenn irgendjemand redet. Immer noch Sachen vom Sonntag. Wenn das so weitergeht, brauche ich bald ein neues Tagebuch. Barney Hughes war gar kein übler Bursche. Er hat nur Pech gehabt. Er macht einen auf tough, ist aber ganz lieb. Aber er hilft mir erst, wenn ich ihm ein paar Gefallen tue. Dazu muss ich sogar kriminell werden. Halleluja! Seine Schwester und seine Eltern sind in die Kolonien verschickt worden und er will wissen, wohin. Also muss ich im Polizeiarchiv graben. Wenn ich einmal dort bin, soll ich auch gleich nach den Neuern schauen. Beziehungsweise nach der Voltaire-Kirche. Genau, so heißen die hier. Warte, das leuchtet so. Das ist ihre TAN-Organisation hier in Stark. Okay. Ich hab voll vergessen, wo... U-Bahn. Der Dealer. Ich hab voll hab nicht zugehört. Sind es hier bei den Aufzügen, oder... Ein Polizist. Ja. Aufzugtür. So. Stehen bleiben. Sie dürfen den Aufzug nicht benutzen. Ein Polizist. Gut. Ich glaube... Wir sind hier falsch. Außer das sechste, sie ist hier das Polizeirevier. Metro Cycle, Metro West, oder was? Metro West? Ah, Metro West, okay. Es gibt U-Bahn, ich dachte, im Metro West sei das. Draußen. Also gut, was haben wir hier? Eine maschinell gesteuerte Straßenblockade. Man sieht sie überall in der schlaglochdurchsetzten Stadt.
Eine kleine Kontrolltafel. In der Anzeige steht 3018. Okay, ist es wichtig? Eine kleine Kontrolltafel. In der Anzeige steht 3018. Eine numerische Tastatur. Aber ich habe keine Ahnung, welche Zahl ich eingeben muss, um die Straßenblockade zu verschieben. Okay. Wir müssen sie also verschieben. 3018. Also 3018. Letztes Jahr in 1000 Jahren. Und fast leer. Bis auf ein paar klebrige alte Zeitungen und Flaschen. Aha. So. Also in 199 Jahren. Das ist ja eklig. Und ich in meinem Lieblingstop. Hey, ist das nicht ein Fellhandschuh? Igitt, nein, es ist eine tote Ratte. Ich werde den anderen Handschuh in der Ecke nicht untersuchen. Ich glaube, der hat sich gerade bewegt. Wie völlig sinnlos das ist. Und ich riech schon nach diesem Eau de Müll. Und nichts mehr. Gut, was haben wir hier? Die U-Bahn. Ist da vorne ein automatischer Müllwagen. Sie leeren die Müllcontainer überall in der Stadt und überfahren Leute. Nett. Okay, mit denen können wir nicht reden. Ein einkaufender T-Rex. Straßenschild. Was steht da? Da steht Calavera Crossing MCW. Die Straßenkennnummer lautet 0092. Gut. Also, was haben wir sonst noch? Polizeirevier. Oh, hier. Bevor wir zum Polizeirevier gehen, lesen wir zuerst einmal hier. Da steht Threadbare Lane MCW. Die Straßenkennnummer lautet 3018. 3018, da steht 3018. Und was steht hier? Ja. Da steht... Okay. So, 0092. Wir sehen, was passiert, wenn wir das abändern. Vielleicht kann ich die Straßenblockade verschieben, wenn ich die Kennnummer der angrenzenden Straße eingebe. Die Frage ist natürlich, was bringt das? Was bringt das? Ganz ehrlich, keine Ahnung. So. Wir gehen zum Polizeirevier. Wow. Breaking News. Hier ist Lucinda Carlyle, live vor dem Polizeipräsidium, wo sich heute ein weiterer sinnloser und tragischer Unfall durch ein Versagen der Technik ereignet hat. In den Trümmern des abgestürzten Shuttles hinter mir suchen Drohnen nach den sterblichen Überresten von über 100 Menschen, die heute ihr Leben bei einem Unfall verloren haben. Ein vermeidbarer Unfall, der nicht hätte passieren dürfen.
Vor wenigen Stunden ist ein mit Kolonisten besetzter Shuttle der Brave New World Airlines auf dem Flug zum Metro Tower infolge eines Maschinenschadens abgestürzt. Ohne Vorwarnung stürzte der Shuttle auf diese Straße, zerstörte 3 Autos und begrub 9 unschuldige Fußgänger unter sich und 2 Autodiebe bei der Tat. Die Ursache der Tragödie ist noch unbekannt. Derzeit gibt es noch keine offiziellen Stellungnahmen und wir können nur spekulieren. Und wir werden spekulieren. War der Pilot betrunken? Hatte er Amatin eingenommen? Hatte jemand an Bord eine Bombe bei sich? Hat der Hersteller des Shuttles Monster Limited Billigteile aus illegaler Produktion in Norwegen importiert? Denkbar ist alles. Sogar noch Schlimmeres. Aber gleich, wer verantwortlich ist und wie die Strafe ausfällt. Es wird die grausig entstellten Toten nicht wieder zum Leben erwecken. Es wird Theresa Rosemann, Mutter von 3 Kindern, nicht zu ihrem Ehemann zurückbringen. Der Verlust ist endgültig. Und nur hohe Schmerzensgelder können die Trauer lindern, sie aber nie ganz auslöschen. Das wäre nur durch eine kostspielige Gehirnoperation oder persönlichkeitsverändernde Drogen möglich. Die genaue Zahl der Toten steht noch nicht fest. Es wird vermutlich Tage dauern, sie aus den Tausenden von Körperteilen zu identifizieren, die zur Stunde noch einzeln aus dem Wrack des Brave New World Shuttles 709 geborgen werden. Welche Auswirkungen wird dieser Unfall auf unsere Stadt haben? Wahrscheinlich keine. Wer mit dem Shuttle fliegt, trägt das Risiko. Lucinda Carlyle mit einem Live-Bericht für die Metro Channel Action News. Und damit zurück an Lisa und Dan. Sind wir fertig? Wie war ich? Ja, ja. Und wie sind die Quoten? 5 Millionen? Nur 5 Millionen? Himmel, wir haben gegen die Wiederholung von Gilligans Insel verloren. Das ist zum Verrücktwerden, Gregory. Warum zum Teufel hast... Ja, ja, lass mich bloß mit diesem Mist zufrieden. Du warst es doch, der mir erzählt hat, mit sowas erreiche ich ein größeres Publikum. Wäre ich bloß bei der Spielshow geblieben. Mist. Okay, und jetzt können wir wieder bewegen. Und sie verschwinden. Und interessant, was hier los war. Ein Shuttle. Blinkendes Gerät. Laserzaun. Gut, zuerst einmal schaut ihr dieses blinkende Gerät an. Zweitens, wenn ich mich nicht irre und wenn ich mich richtig an den Technikunterricht erinnere, ist das eine Antigravsteuerung. Sie scheint vollkommen intakt zu sein. Ich kann nicht durch den Zaun ohne Alarm auszulösen oder Schlimmeres. Der Laser würde mich rösten. Ein Hochspannungslaserzaun. Die Farben zeigen an, dass hier militärische Laser eingesetzt werden. Ein Hochspannungslaserzaun. Ein Hochspannungslaserzaun. Hallo. Ein Polizist. Er bewacht das Wrack. Aber vor wen? Vor uns? Ich glaube, das brauchen wir. Sonst haben wir hier nichts. Guten Tag, der Herr. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen von dem abgestürzten Gleiter da. Abgesehen von Ihnen, Wachtmeister. Abgesehen von dem entflohenen Häftlingen hinter Ihnen. Abgesehen von Ihnen, Wachtmeister. Wie, mir? Ich habe Männer in Uniform schon immer gemocht. Tut mir leid, Madame, ich bin schwul. Und jetzt gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Abgesehen? Abgesehen von dem abgestürzten Gleiter da? Nein, sowas sieht man jeden Tag. Wie bitte? Dutzendfach. Gleiter stürzen dutzendfach ab? 15 die Woche, Madame, mindestens. Allein in dieser Stadt. Aber es heißt doch immer, Gleiter wären das sicherste Transportmittel. Statistisch gesehen schon. Aber sobald sie an Bord sind, sinken ihre Überlebenschancen dramatisch. Was? Sie sind das sicherste Transportmittel für Fußgänger. Die Wahrscheinlichkeit, von einem abstürzenden Gleiter getroffen zu werden, ist relativ gering. Vielen Dank, dass Sie mein Vertrauen in die moderne Technik ruiniert haben. Wir sind hier, um zu schützen und zu dienen. Ist es nicht eigentlich andersherum? Gehen Sie weiter, Madame. Hier gibt's nichts zu sehen.
Abgesehen von den entflohenen Häftlingen hinter Ihnen? Ich bin heute zum Sonderdienst eingeteilt, Madam. Der entflohene Gefangene soll sehen, wo er bleibt. Wo ist denn die Wache, die während meiner Abwesenheit die Unfallstelle bewachen soll? Wie wär's mit mir? Ich kann sowas gut. Das war nur eine rhetorische Frage, Madam. Sie sind nicht qualifiziert. Und jetzt gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ausgenommen... Zum letzten Mal. Gehen Sie weiter. Hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Nichts. Habt ihr Leute denn nichts Besseres zu tun? Geht es Ihnen gut, Wachtmeister? Danke, Madam. Mir geht es sehr gut. Nur der ganze Staub vom Absturz bringt mich zum Husten. Okay. Ganz ruhig. Okay, haben wir ein Hustenbonbon? Der will keins. Okay. Ein Glasauge, eine Flöte vielleicht? Nein. Gut, dann gehen wir ins Revier. Sind wir? Da. Hallo, der Herr. Ein Polizeibeamter. Er bewacht den Eingang. Dann reden wir mal mit ihm. Hey! Wie komme ich in das Revier? Das ist hier die Frage nicht. Wie meinen? Reinkommen oder nicht reinkommen, das ist hier die Frage. Meine Güte, noch mehr Irre. Hamlet, bist du's? Oh, ich bin kein Irrer, ich bin Schauspieler. Keine Ursache, aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Lady, ihr seid die Grausamste, die lebt. Warum laufen Sie eigentlich immer hin und her? Danke und viel Glück. Sie sind Schauspieler oder Polizist? Hier. Warum laufen Sie eigentlich immer hin und her? Ich übe mich in der hohen Kunst des Streifegehens. Das sieht aber nicht nach Streife, sondern eher wie Schauspielerei aus. Mist! Und ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Vielleicht sollten Sie etwas lockerer werden. Ja, aber dieser verdammte Anzug zwingt alle, sich auf dieselbe Weise zu bewegen. Ich kann den Charakter einfach nicht herausarbeiten. Okay. Sind Sie Schauspieler oder Polizist? Beides, Schätzchen, beides. Ich bin Schauspieler, werde aber im nächsten Film einen Polizisten spielen. Er heißt Mad Cop 2. Ich spiele den Freund von Mad Cop, den etwas durchgedrehten Polizisten. Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Er war schlecht. Das stimmt, aber dieser hat das gewisse Extra, das dem Original gefehlt hat. Dich? Sie meinen mehr Gewalt, mehr Sex und weniger Handlung? Genau das. Okay, und wie komme ich in das Revier rein? Wie komme ich in das Revier? Überhaupt nicht. Heute nicht. Aber ich muss da rein, wenn nun ein Verbrechen geschehen ist. Gut nachgedacht. Ich glaube, sowas meldet man an einer der vielen Rufsäulen in der Stadt. Oder du sprichst einen Polizisten an. Wie Sie? Ich bin nur ein ergebener Diener Ihrer Majestät und eigentlich nur als Stellvertreter eingesetzt. Also, es lohnt nicht. Da steht, also lohnt es nicht. Aber egal. Können Sie mich nicht einfach reinlassen? Bedenkt mich mit süßer Vergebung, Prinzessin, aber leider kann ich es nicht. Die Türen sind außer Betrieb. Die Türen funktionieren nicht? Sie gehen nicht. Gütiger Himmel, das muss ich sofort melden, nachdem ich mit meinen Polizeiübungen fertig bin. Was ist denn das für ein Laffel? Sagten Sie, die Türen sind außer Betrieb? Ah, richtig. Das Einzige, das heute aus diesem Revier hinein und wieder hinauskommt, sind Polizisten, Gefangene und Müll. Ist das Müll. Nicht so ziemlich das Gleiche?
Schnöde Worte aus dem Mund eines Weibsbilds. Wie haben Sie mich genannt? Holde Prinzessin. Schon besser. Wie könnt ihr den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Sie bereiten sich also auf ihre nächste Rolle vor. Viel Glück, zuerst einmal hier. Wie könnt ihr denn den Müll raus und die Gefangenen reinbringen, wenn die Türen kaputt sind? Die Türen sind zwar außer Betrieb, aber nicht das Tor zur Tiefgarage. Natürlich kommt man nur mit einem Fahrzeug hinein. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr ausgedehnt. Wie ausgedehnt denn? Sagen wir, Sie benutzen radioaktive Verstrahlung? Okay. Sie bereiten sich also auf Ihre nächste Rolle vor. In der Tat, holde Maid, das tue ich. Ich wurde für eine Einheit ausgewählt, die das Wesentliche am Dienst Ihrer Majestät erfassen soll. Und welche Einheit soll das sein? Sitte. Sitte. Okay, danke und viel Glück. Danke und viel Glück. Oh, trennen ist ein süßer Schmerz. So lebt denn wohl, Prinzessin. Bis wir uns wiedersehen, lebt wohl. Okay. Polizei von Newport. Ein holographisches Emblem. Polizei von Newport. Okay, ein holographisches Emblem. Nichts. Die Tür ist abgeschlossen, wie er die sagte. Die Türen sind ge- Wie er sagte. Also da geht's nicht weiter. Der Typ spaziert da rein und raus. Deshalb mussten wir das mit dem Müll machen. Verstehe. So. Sobald wir drin sind, kommt das Teil vorbei. So. Und rein da. Jetzt warten wir. Ah! Ah! Bleibt mit euren Pfoten weg! Das war eklig, was ich alles tun muss, um die Welt zu retten. Ich meine, der Geruch, das klebrige Zeug, dann noch die Ratte, widerlich. Vom Gestank ganz zu schweigen. Ich glaube, der geht nie mehr weg. Ich werde den Rest meines traurigen Daseins nach altem Fisch und verfaulter Pizza stinken. Okay, dann stinken wir so lange bis in die nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.